dass in der Zeit, in der wir uns heute aufhalten werden, es üblich war, an der Obrigkeit vorbei, das eine oder andere Vieh schwarz zu schlachten, haben wir bereits in einem anderen Video behandelt. Dass Gelegenheit auch Diebe auf den Plan ruft ebenso. Und doch beschäftigten die Menschen dieser Zeit genau solche Situationen nicht selten. So ist es nicht verwunderlich, dass sich auch die heutige Anekdote darum drehen wird. Na, wer ist der heutige Seher? Natürlich, es ist Alois Illmayer. Die heutige Anekdote ereignete sich im Jahre 1950. In einer Zeit, in der die Menschen noch an der Obrigkeit vorbei ihren Teller mit schwarz geschlachteten bereicherten. Stefan Berndt, der führende Prophetienforscher und Autor, traf vor einiger Zeit in der Nähe von München einen älteren Mann, der wohl Alois Illmayer noch persönlich kannte. Und wenn ich sage älter, dann ist dies leicht untertrieben. Dieser Mann wurde im Jahre 1930 geboren und war um das Jahr 1950 gut mit Alois Illmayer bekannt. Der Herr, dessen Namen Stefan Berndt aus Achtung der Privatsphäre und auch damit, dass der doch schon betagte Mann nicht in Dauerschleife mit Fragen belästigt wird, anonymisiert hat und ihn der Einfachheit halber und um dem Kind, den Herrn einen Namen zu geben, Alfred Pollinger nannte. Herr Pollinger erzählte nun Stefan Berndt in dem gut 2 Stunden dauernden Gespräch, dass er Alois Illmayer etwa 30 bis 40 Mal in Freilassing besucht hatte. Und Illmayer war auch einmal zum Gegenbesuch bei ihm. Für uns bedeutet das, dass sämtliche Erinnerungen an Alois Illmayer aus der Erwachsenenzeit des Herrn stammen. Und da Herr Pollinger noch geistig fit ist, brauchen wir keine Befürchtungen hegen, dass die Erinnerungen verzerrt und womöglich mit Gelesenem vermischt wiedergegeben werden. Und auch die Gefahr, die ein kindlicher Zeitzeuge und dessen Erinnerung barg, ist nicht gegeben. Herr Pollinger wird uns in nächster Zeit öfters begegnen, denn es sind einige Anekdoten aus seiner Zeit mit Alois Illmayer vorhanden und für uns, die sich für das Leben des Sehers interessieren, von unschätzbarem Wert. Nun lasst uns also die heutige Geschichte in genau den Worten, wie Stefan Berndt sie aufgeschrieben hat, als er sich mit Herrn Pollinger darüber unterhielt, ansehen. Und ich mische mich lediglich bei ein paar Worten, die meiner Meinung nach der Erklärung bedürfen, in das Erzählte ein. Versprochen. Stefan Berndt schrieb also, einem Bauern, ein guter Bekannter von Alfred Pollinger, wurde im Sommer 1950 eine halbe Sau gestohlen. Er hatte das Tier zuvor schwarz geschlachtet. Da er kein Fahrzeug hatte, fragte er Alfred Pollinger, ob er ihn nach Freilassing zur Illmayer fahre, weil der rausfinden könne, wer die halbe Sau gestohlen hat. Der Bauer zu Pollinger, hast am Sonntag Zeit? Mir haben's gestern a Sau gestohlen. Pollinger fragt, wieso der Bauer ihn Sonntag deswegen braucht. Pollinger zitiert den Bauern, ich kenn einen, der kann mir sagen, wo die Sau hingekommen ist. Den kenne ich ganz gut. Das ist a Hellseher. Der ist in Freilassing. Da möcht i hinfahren. Pollinger erzählt weiter. Um 8:30 bin i zum Seppel hingefahren. Hat er a dicke Jacke angezogen, links und rechts a Flaschen Schnaps nei und dann sam mal losgefahren. Sag i, er muss sagen, wohin. I war noch nie in Freilassing. Darauf der Sepp, ich sag dir schon, wo es lang geht. Da kommen wir in Freilassing bei Illmayer an. Das war ein neu gebautes Haus, Maschendrahtzaun, 1,50 Meter hoch, ziemlich roh, schnell hingemacht. Da steht da ein Army-Wagen dort, so a Buick oder a Chevrolet oder sowas mit Generalstandarte vorne drauf und ein Jeep von der Militärpolizei mit 3 weißgegurteten Militärpolizisten und 2 Harley-Motorradeln als Begleiter und vielleicht 10 Zivilisten da. Alfred Pollinger meint damit die Warteschlange, die sich wie jeden Tag vor Alois Illmayers Haus bildete. Weiter im Text. Da sag ich zum Sepp, da werden wir nie dran kummer. Da sagt der Bauer, das siagst schon. Da sind wir vielleicht 10 Minuten, Viertelstund gestanden,
Nach A kommt der Ihlmeier raus, hat no einen dabei, also zu zweit. Da sagt er, der Linke, das ist er. Der Bauer und Alfred Pollinger standen zu der Zeit ebenfalls in der Schlange der Wartenden und versuchten, sich vor die amerikanische Delegation zu drängeln. Ihlmeier sah die beiden. Da sagte der amerikanische Dolmetscher, es sei ein General aus Heidelberg, dem US-Hauptquartier, der müsste Ihlmeier unbedingt sprechen. Darauf antwortete Alois Ihlmeier ihm, ich hab jetzt Besuch. Und ihr möcht's ja was von mir, ich nicht von euch, ich mach heut nix mehr. Der Dolmetscher erwiderte, ja, aber wir sind extra von Heidelberg gekommen. Da kam von Ihlmeier die Antwort, ihr fahrt's jetzt nach Salzburg nüber. Da wär's danach sowieso hingefahren. Typisch Hellseher eben, ihn konnte man einfach nichts vormachen. Und morgen kommt's wieder. Und dann können wir reden, aber heut tu ich nix mehr. Dann ist der Dolmetscher zum Auto hin, zum General. Da haben sie ein bisserl verhandelt, ist er wieder zum Ihlmeier hin, aber Ihlmeier hat gesagt, na, ich tu heut nix mehr. Dann san die Amis gefahren. Und zum Seppel hat er gleich gesagt, geht's nur gleich rein, ihr Zwoa. Also sind wir ins Haus gegangen. Da war so eine kleine Eckbank, Tisch und zwei Stühle. Da ist er in sein Büro rübergegangen, bringt drei Schnapsglaserl her, stellt sie vor und hin und sagt zum Sepp, da schenkst du einmal ein. Und wieder typisch Hellseher halt. Ihlmeier hatte die beiden Schnapsflaschen, die der Bauer mitgebracht hatte, mit seiner Gabe bereits erspürt. Fragt der Sepp ungläubig, was soll ich einschenken? Deutet der Ihlmeier auf seine Jackentaschen und sagt, da hast zwei Flaschen dabei. Dann haben wir die drei Glaseln getrunken. Hat er nochmal eingeschenkt. Dann hat der Ihlmeier sich so hingehockt, so in die Ecke geschaut und gesagt, na, jetzt möchtest wissen, wo dein Fleisch ist. Dann erzählt der Bauer, wie die Sauhälfte verschwunden ist. Ihlmeier schaut wieder so in die Ecke und sagt, wennst wieder heimkimmst, dann lehnt einer am Haustürstock dran. Der hat ein weißes Hemd an und a schwarze Lederhosen, eine kurze. Der ist barfuß. Der steht dann so da mit den Armen verschränkt am Türstock und fragt, wo kämmt's denn ihr zwei heut schon her? Der ist es. Sie wechseln noch ein paar Worte und Ihlmeier sagt, das sei alles zu dem Diebstahl. Dann wendet sich Ihlmeier Herrn Pollingers zu und dieser fragt Ihlmeier nach seiner Zukunft. Ja, in a paar Jahr heiratest nachher. Wie ist es mit Kinder? Viere. Pollinger glaubt die Antwort nicht, schlägt vor, nächstes Mal seine Frau mitzubringen. Sagt Ihlmeier, das kann er machen, fragt der Pollinger. Und sonst? Du bist der einzige Sohn, stimmt's? Stimmt, der Rest der Geschwister waren Schwestern. Ja, das Geschäft kriegst schon, aber das Haus kriegst nicht. Sag ich, das geht ja nicht, das gehört zusammen. Na, da ist eine da, die hintertreibt es. Das ist eine Schwester von dir, deine richtige Schwester. Das hat er nicht gewusst. Mein Vater hat zweimal geheiratet. Ihlmeier weiter. Du gehst nachher weg von daheim. Du gehst nach Stuttgart, zu den Schwaben. Das ist nach Pollingers Aussage ausnahmslos alles so gekommen. Aber die Geschichte geht natürlich noch weiter. Dann san mir heimgefahren, fragt der Sepp während der Fahrt, Mai, ob er recht hat? Und nochmal, ob er recht hat. Kommen Sie zu Hause an. Steigt der Bauer vor der Haustüre vom Motorrad ab, lehnt da einer am Haustürstock und fragt, wo kämmst denn ihr zwei, heut schon her, war's der Knecht, ist der Bauer wutend brand zum Knecht. Du, Kruzifix, schaust, dass die Kraxen, das ist ein alter Ausdruck für Gepäck in Form eines Rucksacks oder besser gesagt dem Vorgänger davon, einer Rückentrage meist aus Weide geflochten, sowie Körbe hergestellt werden und mit einem Holzgestell stabilisiert. Zwei Lederriemen als Tragegurte vervollständigen das Ganze. Okay, weiter geht's im Text. Schaust, dass die Kraxen packst und die zum Teufel scherst. Wo hast du mei Sau hin? Brauchst mir nix sagen. Bei deiner Schicks. Schicks ist ein abfälliges Wort für Freundin. Dieses Wort wird auch heute noch verwendet. Bei deiner Schicks hast es. Das Ende vom Lied war, sie sind zu der Freundin des Knecht knapp 2 Kilometer entfernt in einem anderen Ort und trafen sie in der Küche an, wie sie dabei war, die Sauhälfte einzusalzen.
Der Sepp schlägt das Tuch zusammen, auf der die Sauhälfte liegt, wirft sich die Sau über die Schulter und sagt zum Pollinger: Jetzt fahren wir heim. Ich finde, diese Geschichte zeigt wieder nur zu deutlich, wie ausgeprägt Alois Ihlmayers Gabe war. Die Erzählform ist zwar etwas holprig, was wohl auch dem Alter des Erzählers geschuldet ist, aber gerade deshalb habe ich sie nicht überarbeitet. Der besondere Charme ginge dadurch verloren und das wollte ich unbedingt vermeiden. So war es, als wären wir hautnah dabei, als Alfred Pollinger das ganze Stefan Berndt erzählte. Alois Ihlmayer zeigte sich darin von seiner besten Seite. Wie ganz nebenbei klärt der Seher den Diebstahl auf und erzählt Alfred Pollinger, was ihm in der Zukunft erwartet. Zeigt, dass er die beiden nicht zusammengehörenden Fragen in einem Aufwasch abarbeiten konnte. Auch konnte der mitgebrachte Schnaps vor ihm nicht verheimlicht werden. Der Seher war ein ausgemachtes Schlitzohr. Ging er doch, noch bevor die beiden Herren auch nur mit einem Wort die mitgebrachten Geschenke in Form zweier Schnapsflaschen erwähnen konnten, die passenden Gläser dazu holen. Was mich allerdings brennend interessieren würde, ist, was die amerikanischen Herrschaften von Alois Ihlmayer wollten. Ich meine, ich will ja jetzt nicht als neugierig wirken, aber das wäre richtig spannend, waren sie doch die Besatzer und eigentlich, wenn man den Geschichtsbüchern Glauben schenken darf, Hellsehern, Wahrsagern, Sehern oder wie man es auch immer nennen mag, eher negativ eingestellt. Aber das wird wohl, wie es halt immer so ist, die offizielle Meinung gewesen sein. Und hinter vorgehaltener Hand gab es nicht wenige, die von der Gabe Ihlmayers überzeugt waren. Die Geschichte zeigt aber auch deutlich, dass Alois Ihlmayer sich nichts um Standesdünkel scherte. Auch wenn die Herrschaften, die mit großem Gefolge bei dem Seher aufschlugen, zu der Zeit sozusagen die Geschicke Deutschlands in Händen hatten, war das Alois Ihlmayer völlig egal. Erst mussten sie, wie jeder andere Antwortsuchende, sich brav in die Schlange der Wartenden einreihen und als der Seher der Meinung war, dass es ihm für diesen Tag reichte, wurden sie einfach auch wieder unverrichteter Dinge ihres Weges geschickt. Für Alois Ihlmayer waren demnach wirklich alle Menschen gleich und das ließ er dem von sich doch sehr Eingenommenen gegenüber ausgiebigst spüren. Angst schien der Seher, egal wer es auch immer war, den er da abwies, nicht zu verspüren. Und da sich der amerikanische General ohne Antwort bekommen zu haben abwimmeln ließ, zeigt, dass Alois Ihlmayer die Strippen in seinen Händen hielt und jeder in solchen Situationen sich nach dem Gutdünken des Sehers richten musste. Beeindruckend. Da ich nun aber immer noch nicht weiß, was der General wissen wollte, und ich es euch daher auch nicht verraten kann, bleibt mir nur noch, mich für euer Interesse an diesem Video zu bedanken und würde mich sehr freuen, sollte es euch gefallen haben, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um keines der Videos, die ich zum Thema Prophetien mache, verpasst. Dafür schon mal von Herzen danke. Nun aber macht es gut und lasst euch nicht ärgern.